Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, erstmal sehe ich hier, dass noch was im Briefkasten ist. Was haben wir denn da? An meine Gehilfen, Gameplayerin, ich schreibe dir um ein paar Materialien zu schicken. Du musst eine Kiste bauen, auf die ich klettern kann, damit ich meine Bewunderer empfangen kann. Stehl sie in der Nähe vom Land der Uralten auf oder auch Miet. Es ist mir egal. Die Leute lieben es sowieso, mir zuzuhören. Irgendwas mit einer Kiste bauen, habe ich jetzt gerade noch im Kopf. Ich weiß es gerade nicht mehr. Okay, dann haben wir die Sachen auf jeden Fall schon mal hier. Aber warum brauchen wir das, um eine Kiste zu bauen? Das bin ich mir noch nicht ganz sicher. Moment, wir haben hier Belohnungen. Erfolg, Verwalter der Sammlung. Glückwunsch an alle Teilbewohner zum Erreichen des Erfolgs, Verwalter der Sammlung. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber vielen Dank. Einmal findet ihr euch eure Belohnung. Stellt sicher, dass ihr noch Platz im Inventar habt, bevor ihr sie einfordert. Als Teil unseres Sternfahrts der Disney Parks erfordern wir alle Teilbewohner heraus, ihre eigenen Dreamlights Parks zu bauen. Ja, das läuft aber doch noch, oder nicht? Indem ihr eine Vielzahl von verschiedenen Gegenständen verwendet. Sobald die Meilensteine der Herausforderung erreicht sind, werden aufregende Belohnungen an die Posteingänge aller Spieler verschickt. Ich hoffe mal, die meinen jetzt nicht die Sachen hier, die ich theoretisch täglich grinden kann. Ja, aber wir nehmen es mal an. Wir nehmen natürlich alles, was kostenlos ist, dankbar an. Auch wenn das jetzt gerade unser Inventar komplett voll ballert. Aber es geht noch. Ein bisschen Platz haben wir noch. Ich wollte mich heute um die Eve-Quest kümmern. Ist das das hier? Ja. Ich habe übrigens noch die Dagobert-Quest drin. Von den täglichen. Das Dreamlight Parks-Fest beginnt. Die ist aber so groß, die wollte ich nicht machen. Und die andere habe ich dann versucht anzunehmen. Ich habe drei Leute mittlerweile angesprochen und weder bei Dagobert noch bei den anderen Leuten hat es funktioniert, dass ich die Quest annehmen konnte, weil ich immer wieder das Gleiche gesagt habe und das war im Endeffekt so wie bei der Monster AG, dass man da ja nichts annehmen konnte, nur mit denen reden konnte und wenn man das quasi angenommen hatte, kam dann wieder das Questzeichen, dass man mit denen reden konnte, um die Quest anzunehmen. Ja, ist im Moment alles ein bisschen verbuggt. Das heißt, ich kann das Event leider nicht machen. Ich weiß nicht, wem es von euch auch so geht. Wenn ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Es ist wirklich schlimm. Ich höre von allen Seiten nur, wie verbuggt das letzte Update ist und das Event aktuell auch. Auf den Konsolen ist es wohl noch schlimmer und naja, das will schon was heißen, wenn es bei mir auf dem PC so extrem schon ist. Aber wir wollen ja die Aufgabe machen. Eve, Aufgabe. Lass uns eine neue Aufgabe für dich finden. Du bist gelangweilt, wenn es um Gartenarbeit geht. Du brauchst etwas, das ein bisschen abenteuerlicher ist. Und du bist wirklich gut darin, Dinge explodieren zu lassen. Ich glaube, ich weiß, wer der perfekte Verbündete für dich wäre, Stitch. Achso, Stitch. Er war auch schon im Weltraum. Ja, er liebt es, wenn Dinge Bumm machen. Das definitiv. Ha! Ich werde mit ihm reden. Der ist aber normalerweise nicht auf dieser Insel. Nur mal so nebenbei. Aber er ist heute hier. Sehr schön. Dann wollen wir mal gucken. Stitchilein. Na, was machst du denn jetzt hier mitten in meinen Melonen oder so? Ich weiß nicht genau, was es ist. Reden? Hallo, Achibaba. Was du wollen von Stitch? Weißt du, wer Eve ist? Eve. Ja. Eve fliegen und machen Dinge. Boom. Ganz genau. Sie ist auf der Suche nach etwas Aufregenderem. Und ich dachte mir, ihr zwei könntet. Stitch hat eine Idee. Stitch spricht mit alter Bartmann. Was? Ich gehe mal stark davon aus, dass er Merlin meint. Alter Bartmann? Meinst du Merlin? Ja.
Mach Feuerwerk! Hübsche Rakete, die Boom machen! Feuerwerkskörper. Das ist eine tolle Idee. Fee-Bogo. Alter Bartmann haben Stitch Rezept und Zutat gegeben. Kaktuspulver. Bitte. Da bin ich jetzt mal gespannt. Warte, Merlin hat dir ein Rezept für Feuerwerkskörper gegeben? Das ist überraschend. Alter Bartmann hat für Stitch unter Büchern gelassen. Stitchlein, kein Problem. Dachte ich schon. Das klingt eher so, als hättest du es ihm weggenommen. Aber darum kümmern wir uns später. Jetzt werde ich erst einmal mit Eve über das Projekt sprechen. Ohana heißt Familie. Familie heißt, dass alle zusammenhalten und füreinander da sind. Genau, Stitch, du hast es erfasst. Ach, sie ist da oben. Wo fliegt sie jetzt schon wieder hin? Sie geht nach oben. Ah, da haben wir nichts in der Gegend. Muss ich trotzdem hier hinporten. Mal gucken. Ich hoffe, wir holen sie noch ein. Wenn ich nicht überall hängen bleibe, heißt das. Wieso führt mich das jetzt... Ach so, weil sie jetzt wieder woanders ist. Aufgabe. Ich habe mit Stitch geredet. Er schlägt vor, dass du beim Feuerwerk hilfst. das wäre doch etwas Tolles für das ganze Dorf. Oh. Aufgabe. Wuhu. Freut mich, dass dir die Idee gefällt. Also, ich habe dieses Rezept und eine der Zutaten. Wir müssen Zimt, Zitterale... Und ich habe es fast selbst nicht geglaubt, aber ein wenig Dreamlight. Kobralilien-Extrakt sammeln. Nein. Hä? Oh, Pflanze. Wuhu. Gaston versteckt sich hier hinten wie so ein Abziehbild irgendwie. Das macht mich ein bisschen nervös, wie so ein Stalker irgendwie. Ah, geht schon wieder gut. Ich beginne damit, das Dreamlight Kobralilien-Extrakt von der Pflanze in deinem Haus zu holen. Ja, machen wir das doch. Haus, 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 Haus. Da ist der nächste Punkt. Ich hoffe, wir haben auch genug Platz, nachdem wir ja eben das schon angenommen haben. Wo es dann ja auch hieß, dass man genügend Platz haben soll, ne? Ich meine, das waren ja, weiß ich nicht, 5, 6 Sachen. 7 Sachen? Wieso will ich immer bei Bolli reingehen eigentlich? So. Das Extrakt. Das Extrakt wird einfach auf den Boden geworfen. Okay. Koche experimentelles Feuerwerk. Das soll man kochen. Ich habe schon fast geahnt. Naja, fast geahnt eigentlich nicht. Ich hatte eigentlich gedacht, dass das zur Werkstatt gehören wird. Also, dass wir das an der Werkstatt machen werden. Aber okay. Ist ja kein Problem. Wenn wir denn heute noch da hinkommen. Ja, es tut mir leid, es nervt mich, dass die immer so total langsam am Rumjoggen ist hier. Ach nee, Moment, kochen. Ich habe nur von der Werkbank gesprochen. Feuerwerk. Rezepte, experimentelles Feuerwerk. Ja, haben wir doch mal ein neues Rezept dazugelernt. Zum Kochen. Okay, aber wir brauchen nur einen Zitteraal. Das ist schon mal gut. So. Koche auf Fisch basierende Gerichte. Ja, das ist ja toll. Bringe Eve den Gegenstand experimentelles Feuerwerk. Ach, wo ist sie denn jetzt schon wieder? Sie ist hier unten. Nicht, dass sie jetzt wieder abhaut. Deswegen markieren wir sie mal. Ja, Dagobert, vielen Dank. Deine Aufgabe kann ich ja nicht annehmen. Deine Aufgabe auch nicht, Wolli. Der sitzt da so super süß irgendwie auf der Bank drauf. Oh. Das sieht so niedlich aus, finde ich. Erinnert mich auch immer, also beziehungsweise Bolli selber erinnert mich auch immer so ein bisschen an Nummer 5 lebt. Ein unheimlich schöner Film. Beziehungsweise der erste hieß Nummer 5, der zweite Nummer 5 lebt. Meine ich zumindest. Ich kann das nur betreten, ich kann sie nicht ansprechen. Hallo. Kann ich euch absolut nur empfehlen. Ist zwar schon ein sehr alter Film, aber richtig schön. Oh. Sei vorsichtig mit diesem experimentellen Feuerwerk. Ich habe es gerade eingestellt und es scheint ein bisschen explosiv zu sein. Hergestellt, nicht eingestellt.
Aufgabe? Wir müssen es erst ausprobieren. Am besten an einen sicheren Ort, weit weg von allen. Oh. Du scheinst den Weg zu kennen. Ja, ich würde sagen im Garten, oder? Oder vielleicht hier am Wasserfall, aber nee, sie will ganz woanders hin. Wie soll ich denn hier durchkommen? So. Hier. Aufgabe. Wenn du bereit bist, kannst du das experimentelle Feuerwerk testen, Eve. Oh, wir haben mal wieder ein Problem. Oh, Feuer. Schon wieder. Ja, ich liebe es, Dinge für die Wissenschaft in Brand zu setzen. Ja, irgendwie, ich würde mal so eine Wissenschaftssendung machen. Ich sag mal das, ja. Ich würde sagen, ich lösche dann nochmal die Feuer. Weil ich mir nicht sicher bin, ob das einfach so mit... Na gut, das ist eine magische Gießkanne, ne? Die sollte uns ja helfen. Wo ist sie jetzt hin? Sprich mit Eve. Ja, die ist gerade abgehauen. Die traut sich jetzt nicht mehr. Wo ist sie hin? Da. Äffchen, geh weg da. Ich muss mit Eve sprechen. Die ist traurig. Aufgabe. Mach dir keine Sorgen. Das experimentelle Feuerwerk ist gescheitert, aber die Feuer sind weg. Für unseren nächsten Versuch? Nein. Du willst es nicht noch einmal versuchen? Ich stimme Stitch in dieser Sache zu. Je mehr Bumm, desto besser. Manchmal gehen Experimente schief. Vielleicht weiß Stitch, was passiert ist. Ich werde mit ihm reden. Ja, den müssen wir erstmal wieder suchen. Wo ist er denn? Stitch? Stitch? Ich wollte gerade sagen, kommt wahrscheinlich wieder komplett von oben. Stitchilein, bleib stehen. Ich muss mit dir reden. Nicht den armen, bärtigen Mann verfolgen. Mach nicht noch mehr Blödsinn. Großes Boom! Ja, das experimentelle Feuerwerk machte einen großen Knall. Aber Eve hatte Angst. Um ehrlich zu sein, ich auch. Es ist im Moment nicht sicher. Ja, um ehrlich zu sein, ich auch. Oh. Stitch wollte Gameplayerin nicht erschrecken. Schon gut, Stitch. Kannst du mir helfen, das Feuerwerk sicherer zu machen? Ja. Kann Stitch auch helfen? Stitch auf der Suche nach Socken. Habe sie vor dem Vergessen hier gelassen. Du suchst nach Socken und Stitch spricht mit alter Bartmann über Feuerwerk? Okitaka? Okitaka. Akatuki! Ich werde dir deine Socken besorgen. Ich schätze, ich brauche meine Sanduhr, um sie zu finden. Nein! Alter Bartmann sagte, Socken in der Zeit verloren gegangen. Stitch böse, sie überall auf der Insel zu hinterlassen. Mein ist gut, danke. Also, wir brauchen auf jeden Fall die Sanduhr. Die Frage ist jetzt nur, müssen wir die so suchen? Ich gehe mal davon aus, dass die jetzt nicht in so Wirbeln drin sind. Oh, ich hasse das, wenn das nicht richtig beschrieben ist. Also wenn man nicht wenigstens sagen kann, okay, das ist jetzt... Och, warum ist hier schon wieder alles vertrocknet? Ich hasse es auch, wenn ich etwas gebaut habe, wenn ich etwas angepflanzt habe, zurückzukommen und alles ist wieder trocken. Na? Und das, ja genau, genau das wollte ich eben nicht. Ich wollte gerade noch sagen, und das hasse ich am allermeisten, dass sie das nicht hinkriegen, wenn man auf dem Feld ist, nur das E hier für dieses Suchen zu verwenden. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wo ich das jetzt suchen soll, ne? Suche mit der herrschaftlichen Sanduhr nach den Socken. Ja, toll. Ja, wieso ist die Sanduhr eigentlich weg? Weil das kann in den Wirbeln sein, das kann aber auch so hier zu suchen sein und das kann natürlich jetzt überall sein, das ist das Problem.
Ich gucke hier jetzt nochmal mit euch gemeinsam. Allerdings wird die Folge viel zu lang, wenn ich euch jetzt hier stundenlang in der Gegend herumscheuche. Das schauen wir uns noch an. Ich denke auch eigentlich mal nicht, dass das hier hinten zu finden ist. Wobei, das hier nehme ich noch eben mit. Ja, ich würde sagen, ich suche jetzt hier nochmal die komplette Insel ab. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich die erste Socke gefunden habe. Bis gleich. Nein, es waren keine Socken. Schade. Ah, aber das war eine Socke. Wir haben endlich die erste Socke... Hi, Jack. Die erste Socke gefunden. Das heißt, dass sie nicht in den Wirbeln drin ist, aber die mache ich trotzdem unterwegs immer wieder. Wenn ich, also ich lasse es weiter laufen nebenbei, wenn ich noch eine zweite Socke gefunden habe, dann seid ihr gleich wieder dabei. Ah, und hier ist die zweite Socke. Übrigens, ich habe es eben vergessen zu zeigen. Also hier oben bei der Lagune, da habe ich jetzt die zweite Socke gefunden. Und die erste Socke, die war ziemlich genau hier oben in der Ecke. Und wir haben die dritte Socke gefunden. Bring die Socken zu Stitch. Wo ist Stitch? Stitch jetzt schon wieder hier oben. Hier haben wir eben was übersehen. Da hinten war noch eine Truhe. Bin ich hier eben nicht rumgelaufen? Jetzt bin ich hier völlig verwirrt. Nein, du sollst das nehmen. So, ich habe doch den ganzen Bereich hier eben... Bin ich doch durchgelaufen. Aber anscheinend genau diese Ecke habe ich hier irgendwie übersehen. Keine Ahnung. Stimmt, an dem Turm bin ich nicht vorbeigelaufen. Hier ist Stitch, deine Socken. Mal wieder. Hallo. Stitch Sockensammlung. Taka Gameplayerin. Aha. Alter Bartmann sagt, Feuerwerkskörper brauchen Traumscherben und rote Schlauchpflanzen. Schlauchpflanzen? Kleinerer Knall, aber sicherer. Danke, Stitch. Das wird sehr helfen. Oh. Gern geschehen. Stitch will Kokoskuchen und Kaffee. Ja, Kokoskuchen. Kein Thema. Rote Kannenpflanzen. Ah, okay, das meint er damit. Die habe ich auch. Das sind, glaube ich, die hier vorne, ne? Testen wir mal kurz. Ja, genau, das sind die hier vorne. Ich würde jetzt normalerweise hier rumlaufen, damit ich nicht zu viel von meinen Pflanzen hier ausgeben muss. Aber ich glaube, die roten waren eher selten, ne? Dich habe ich heute schon gefüttert. Du bist aber jetzt neu hier. Hier unten habe ich auf jeden Fall schon alles abgegrast. Na, hier ist nochmal gelb. Naja, egal. Dann würde ich sagen, aber Traumscherben. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob wir überhaupt so viele Traumscherben haben. Reisen wir mal kurz zurück. Traumscherben sind doch die rosanen, ne? Wenn ich mich jetzt... Das andere sind ja gereinigte Traumscherben. Wo sind die denn jetzt drunter? Unter Sonstiges sind die nicht. Die müssten hier oben bei den Edelsteinen sein. Genau, das müssten die Traumscherben sein. Ja, das hier... Oh ja, habe ich auf jeden Fall genug von. Okay, 10, glaube ich, brauchte ich, ne? Dann brauche ich jetzt noch 9. Und was ist das eigentlich? Uralte Schraube, das habe ich unterwegs gefunden. Und mal schauen, was das ist. Habe ich gar nicht mitbekommen. Ein Heizkörper. Sieht so ein bisschen aus, als ob der aus Holz gemacht ist, aber es ist ein Heizkörper. Ja, sehr schön. 4 Kannenpflanzen brauchen wir noch. Ich laufe jetzt hier gerade automatisch nach oben, was geradeaus, was natürlich Blödsinn ist. Das sind die Fleischfressenden.
Die Kannenpflanzen sind hier hinten. So. Ja, ich habe nicht mehr viele geholt. Bring die Materialien zu Eve. Ich wusste, ich hätte ihr sagen sollen, dass sie mit mir abhängen soll. Jetzt ist sie natürlich wieder... Weiß der Teufel wo? Da unten ist sie. Mal schauen. Ja, Dagobert, für dich habe ich jetzt keine Zeit gerade. Außerdem funktioniert deine Quest ja sowieso nicht. So, Eve? Bleibst du hier? So, bitteschön. Du weißt nicht, was man damit machen soll, aber ich gebe es dir trotzdem schon mal. Name? Aufgabe? Stitch ist zu Merlin gegangen, um das Feuerwerk sicherer zu machen. Wenn du dies zu den anderen Zutaten hinzufügst, machst du ein neues Feuerwerk, aber ein sicheres. Puh! Das sehe ich auch so. Nee, ich bin froh, dass du erleichtert bist. Oh, Eve, Aufgabe. Das Feuerwerk ist bereit zum Aufstellen. Perfekt. Während du es platzierst, kümmere ich mich darum, dass alles für die Show vorbereitet ist. Lass uns ein paar Teppiche, Stühle und Dekorationen hinzufügen, damit die Leute sich entspannen können, während sie die Show sehen. Aber wo? Füge der Insel einige Möbel hinzu. Nur der Insel, egal wohin. Stellen wir mal alles hier vorne hin. Hier ist ein bisschen mehr Platz. So, okay. Dinge, die Boom machen. Moment, jetzt weiß ich aber nicht aus, wenn ich... Moment, 3 Teppiche, 6 Stühle, 4 Dekorationen. 3 Teppiche, 6 Stühle, 4 Dekorationen. 3 Teppiche. Oh, dann nehmen wir halt einen anderen. So. 6 Stühle, 4 Dekorationen. Das ist zwar kein Stuhl, sondern ein Hocker, aber egal. 6 Stühle und 4 Dekorationen. Stellen ja einfach mal irgendeinen Scheiß hin. Interessiert ja eh keinen. Hauptsache, das Ding ist abgehakt. Kehre zu Eve zurück. Das dürfte hier hinten. Ja, Eve, bleib stehen. Name? Eve. Ich habe die Gegend noch niedlicher gemacht. Wenn du bereit bist, können wir mit dem Feuerwerk beginnen. Aufgabe. Warte, du willst, dass ich die Show beginne? Das ist nett von dir. Ich könnte sogar auf den Abend warten, damit die Show perfekt ist, wenn ich will. Oh. Wenn ich will, heißt das, wir müssen nicht, ne? Weil ich würde nämlich gern jetzt natürlich die Folge beenden und wir haben noch lange keinen Abend. So, platziere den Feuerwerk-Dingsbums-Generator. Feuerwerkswerfer, so. Zack. Und... Yay! Woo! Moment, Moment, Moment. UI ausblenden, so. Ja, das ist doch eigentlich ein schönes Bild. ja, auf dem Gerät speichern. Nein, nee, das ist doof. Das ist auch nicht so schön. Nee, machen wir gar keins. Ja, ich freue mich. Yay. Moment, dann machen wir das so. Ja, ich sehe total bescheuert aus. Ohne dieses Lachen sah es irgendwie besser aus. Oh Gott. Aufgabe? Nein, 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 nicht abbauen, Eve. Bleib stehen. Bleib stehen, Eve. Oh, dieser doofe Roboter. Sitz, Platz, aus, bei Fuß. Wuhu. Herzlichen Glückwunsch. Das Feuerwerk war so schön. Hihihihi. Ich bin so beeindruckt von dir, Eve. Es gibt nichts, was du nicht schaffst. Du kannst gärtnern, du kannst fliegen und wenn es etwas rasanter sein soll, kannst du das coolste Feuerwerk machen. Wow, für mich? Ich danke dir so sehr. Zu Hause. Ich bin so froh, dass wir Freunde sind.
Juhu! Hey, ich habe einen Job für dich. Ja, damit haben wir neue Sachen bekommen und auch die Eve-Serie endlich abgeschlossen. Das heißt, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann in der nächsten Folge endlich mit den neuen Quests vom DLC anfangen können. Nämlich mit Merlin und den versunkenen Ruinen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.